Nächste Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Cedic. Bitte, Ernst Cedic. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Ministerin. Auch die Freundschaftsgruppe plant eine Follow-up-Reise, weil wir auch gesehen haben, nicht nur wie groß das Leid ist, sondern dass die Bevölkerung dort nicht vergessen werden möchte. Und genau diese Reisen tragen dazu bei, dass wir der ukrainischen Bevölkerung auch zeigen, wir stehen hinter euch und wir tun alles auf europäischer Ebene, damit ihr gut über den Winter kommt. Und soeben ist die Meldung reingekommen, dass weitere 13 in Iran hergestellte Drohnen über die Hauptstadt Kiew abgeschossen worden sind, auf Wohnhäuser abgeschossen worden sind. Und meine Frage an Sie ist, weil ja vor allem die zivile Infrastruktur leidet und die Menschen ohne Wasser, ohne Strom, wie Sie selbst gesehen haben, leben und ausharren müssen, welche konkreten weiteren Maßnahmen wir auf europäischer Ebene setzen können, um vor allem eben die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu schützen und zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit? Schauen Sie, Frau Abgeordnete, Sie waren ja selbst auch vor Ort. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und Ihnen die ganzen Zahlen runterbeten an Geldern in Milliardenhöhe, die schon an die Ukraine gegangen sind, auch aus der Europäischen Union, unter anderem für humanitäre und für makrofinanzielle Unterstützung, auch aus den EU-Mitgliedstaaten. Also wir reden hier von einer Summe von 12,4 Milliarden seit Beginn des Krieges seitens der EU und von rund 7,3 Milliarden, die Zahl ist sicher nicht vollständig, weil auch immer wieder was dazukommt, Gott sei Dank, aus den EU-Mitgliedstaaten. Auch Österreich hat einen zweistelligen Millionenbetrag, also knapp unter dreistelligen Millionenbetrag mittlerweile geleistet. Aber seit ich dort war, weiß ich, dass das alles nicht genug ist und dass jeder Cent dort gebraucht wird, dass vor allem jener Generator gebraucht wird und das auch. Und es war damals ein Thema, als diese großflächigen Bombardements auch waren auf Infrastruktur, teilweise ganz kleine Halbleiter fehlen, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Und nur um ein Beispiel zu geben, wir sind mit dem Zug natürlich dorthin gefahren, und beim Zurückfahren gab es großflächige Stromausfälle. Und dann ist umgerüstet worden auf eine Diesellok. Also ich war noch nie so froh, wieder auf polnischem Boden zu sein. Wir sind viermal, haben sie die Lok in der Nacht umgehängt, um mit dieser Diesellok rauszukommen. Und dann wird einem die ganze Dimension bewusst. Das heißt, ich glaube, es wird wirklich viel unterstützt aus der Europäischen Union. Aber es wäre hier wirklich eine Hybris zu sagen, das ist viel, weil es immer noch zu wenig ist.